Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, wurde zusammen mit 5 anderen Verdächtigen von belgischen Ermittlern festgenommen. Die belgische Staatsanwaltschaft teilte am Sonntag mit, die verhafteten Personen werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt. Die Sozialdemokratin aus Griechenland soll Geld aus dem Golfstaat Katar kassiert haben, damit sie für das Emirat Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. Kaili und 3 weitere verdächtigte Personen kamen am Sonntag in Untersuchungshaft. Darunter ein ehemaliger sozialdemokratischer Europaabgeordneter aus Italien, Antonio Panzeri, sowie Kalis italienischer Lebensgefährte. Insgesamt wurden bei den Durchsuchungen am vergangenen Freitag rund 600.000 Euro Bargeld und Handys beschlagnahmt. In Kailis Wohnung fanden die ermittelnden Medienberichten zufolge mehrere Taschen voller Bargeld. Kaili wurde von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Wochenende von all ihren Aufgaben entbunden.